Willkommen zurück zu Foundation. Das ist es, unser kleines Dorf, Snooze Hügelstadt. Und ja, in den letzten Folgen ist es doch deutlich gewachsen. So langsam habe ich das Spielprinzip auch verstanden. Und ja, um das nochmal ganz kurz darzustellen, wir haben ja hier die ersten Siedlungsanteile gegründet. Und ich habe mich gefragt, ja Mensch, so viele Dorfbewohner, wie wir mittlerweile haben, 91, ja, also wir sind kurz vor der 100, wo leben die denn eigentlich alle? Und dann ist mir klar geworden, ich habe ja hier ausgewiesene Wohngebiete, also alles, was jetzt hier grün markiert ist, ist Wohngebiet. Und das ist auch, jetzt sieht man es besser, der Hintergrund, der da dahinter steckt. Sie erweitern sich automatisch, weil ich mich fragte, ja, warum bauen die denn hier keine Häuser? Ja, weil es noch nicht notwendig ist. Es sind noch nicht genügend Bewohner da. Und die leben einfach erstmal so in so Mehrfamilien, Bauernhäusern, könnte man fast sagen. Und sind da auch erstmal happy. Na, also gucken wir mal rein. Hier beispielsweise leben 6 von 6. Und wenn die noch ein Haus bauen wollen, dann bauen die noch ein Haus. So wie hier. Das wurde nämlich auch gerade erst errichtet, ist aber noch in einer kleineren Ausbaustufe. Heißt, das hier hat erstmal nur 2 Einwohner und irgendwann wird es erneuert werden. Ja, meine Lieben, und in der letzten Folge haben wir unseren Landvogt, der sich Platz verschaffen hat, als er von hier oben von seinem Herrenhaus heruntergegangen ist, beauftragt, hier hinten zu gucken, wo denn, oder in der vorletzten Folge war es vielleicht schon, wo denn hier die Mineralien drin sind. Und dann hat er festgestellt, oh guck mal, hier sind doch eine ganze Menge an Mineralien drin. Also das, was vorher so da war, ja, ne, das hat er nicht gesehen oder hat man nicht gesehen und er musste hier erstmal ran und gucken, wie das funktioniert. Ärgerlicherweise habe ich natürlich hier jetzt ein Wohngebiet weiter ausgewiesen, weil ich dachte, ah, da muss doch jetzt irgendwie noch mehr Platz geschaffen werden, damit die da auch siedeln können. Ja, war natürlich Quatsch. Jetzt wird schwieriger, hier Sachen abzubauen. Aber wir haben unsere erste Mine gebaut. Die bauen Eisenvorkommen ab und dementsprechend sind wir jetzt dabei, unsere erste Produktionslinie hier einzuläuten. Das ist zum einen die Köhlerei, die dafür sorgt, dass die Schmiede genug Kohle hat. Und dann das Eisenbergwerk, was letztendlich Eisenklumpen produziert, damit die Schmiede, ja, hier Dinge tun kann, ne? Und das hier wird die Eisenschmelze. Die brauchen wir natürlich auch. Also, das ist der nächste der Zwischenproduktionsschritt natürlich. Eisenschmelze braucht Eisenerz und Kohle, um Eisen herstellen zu können, damit die Schmiede daraus Werkzeuge herstellt. Und wenn das passiert, dann können wir natürlich auch anfangen, endlich Dinge zu produzieren. Was gut ist. Ja, immer noch erstaunlich, dass unsere Bauern es schaffen, den Weizen oder was auch immer sie hier ausgesät haben, auf einer Wiese wachsen zu lassen. Also hier muss nicht gepflügt werden oder dergleichen, sondern es reicht vollkommen aus, einfach hier auszusehen und dann passt das schon. Funktioniert gut, steht da. Erntefeld einzeichnen. Das haben wir gemacht. Ich muss doch mal eben in der Sichtbarkeit ganz kurz die Attraktivität oder wie auch immer wegmachen. Warum zur Hölle sehe ich... Oh, das ist immer das Problem. Jetzt sehen wir es. Warum ist denn das jetzt alles grün? Weil sie uns jetzt Frucht anzeigen. Fruchtbarkeit sehr hoch, ja. Ach so, das ist automatisch wahrscheinlich. Fruchtbarkeit sehr hoch, ja, und hier habe ich das eingezeichnet. Und da können sie hier beim nächsten Mal natürlich auch noch ein bisschen mehr. Nee, können sie gar nicht. Aber hier in dem Bereich können sie noch ein bisschen mehr aussehen. Und jetzt muss ich doch hier nochmal ganz kurz rein. Nee, Territorium kaufen will ich nicht, sondern das hier, Abbau. Das machen wir jetzt wiederum weg, weil wir ja festgestellt haben, dass der Wald da schon weg ist. Ist also vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, ab und zu mal aufzuräumen.
Und jetzt gucken wir aber nochmal hier rein. Aufforstung. Das können wir jetzt langsam mal hier ein bisschen anfangen. Also hier vorne dürften wir irgendwo so einen Bereich haben für die Aufforstung eigentlich. Weil hier irgendwo eine Försterhütte ist. Und jetzt wollen wir ja nicht nur hier Bäume abholzen, sondern wir wollen hier ja auch ein bisschen was aufforsten, sodass wir über kurz oder lang auch wieder Bäume da stehen haben. Machen wir mal so. Und ich darf wieder nicht vergessen, dass ich hier nicht mit der rechten Maustaste irgendwo reinklicke, weil sonst ist es, wie es ist. Dann ist nämlich die gerade gesetzte Markierung wieder weg. Ja, also, was fehlt? Hier fehlt gar nichts. Ich muss einfach nur auf Bauen drücken. Und dann geht das los. Ich denke, warum wird das nicht gebaut? Es muss einfach. Es war quasi eine Art von Vorplanung. Ihr habt ein Vorkommen von Marmor, ist das wahrscheinlich. Ja, Marmor gefunden. Wo denn? Ach, da hinten. Wunderbar. Wir hatten nämlich dem Landvogt gerade den Auftrag gegeben, noch einmal, also in der letzten Folge, noch einmal sich diese Mineralien-Gesteinsformationen hier anzugucken. Und jetzt hat er seinen Job gemacht und dementsprechend Marmor gefunden. Ja, ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Gucken wir hier nochmal rein. Ah, siehst du, Beförderung verfügbar. Das ist doch immer das Ding. Mit hier unten links, da wäre eigentlich ganz cool, wenn wir so eine Erinnerung kriegen würden. Ne? Zum Anfang des Monats, deswegen habe ich jetzt gerade mal auf Pause gedrückt, können wir die ersten 5 Tage lang Menschen befördern. So. Gott, den Namen kann ich. Zülle. Ich wollte gerade sagen, den Namen Zülle kann ich so gut wie gar nicht aussprechen. Was ist denn mit Zülle? Zülle ist unzufrieden. Ist das jetzt Zülle? Ja. Neuankömmlinge sind fleißig und brauchen nur das Nötige zum Leben. Ist sie also Neuankömmling? Wir könnten sie jetzt befördern. Wasser, Nahrung. Ach, da fehlt ein bisschen was. Sie ist unhappy, weil sie ja nicht genug Nahrung hat und nicht genügend Wasser. Das ist natürlich nicht so nett. Hier fehlt Nahrung bei Theodesia. Auch ein interessanter Name tatsächlich. Aber wir brauchen ja auch ein paar von denen. Und zum Schluss brauchen wir aber auch noch ein paar Bürger mehr. Ne? Jetzt dürfen wir. Oh, minus 14. Nahrung fehlt, Komfort fehlt. Mangel. Milchviehhalter. Dürfte also hier hinten bei unserem Bauernhof irgendwo sein. Jetzt muss ich doch nochmal gucken. Ich habe doch hier auch einen Brunnen gebaut. Da habe ich einen Brunnen gebaut, da habe ich einen Brunnen gebaut. Reicht der Brunnen aus? Oder muss ich hier noch irgendwo einen Brunnen hinbauen? Das ist wieder eine gute Frage. Une très bonne question. Um mal in Französisch mal wieder auszupacken. Okay, also. Der Kreis reicht aus. Ich hätte jetzt aber gedacht, dass der Milchviehhalter ja wahrscheinlich nicht hier in seinem Stall wohnt. Habe ich mich wohl getäuscht. Bereit zum Bauen. Ja, bauen wir den mal. Und dann ist die Frage. Ob das hier ausreicht oder ob ich hier auch noch irgendwo so einen Brunnen hinsetzen muss. Damit die zum Schluss zufrieden sind, hier unsere Burschen und Burschinnen. Ja, keine Ahnung. Also bis da geht das ungefähr, dann bis hier. Wir könnten den ja hier vorne hinsetzen. In der 20 Taler weg. Aber ist nicht schlimm, weil wir ja grundsätzlich nur auf 770 kommen, was die Schatzkammer hergibt. Da müssten die hier hinten aber auch unzufrieden sein, sage ich mal, ne?
Ja, und das Schöne bei dem Spiel ist tatsächlich, dass die ihre Wege selber schaffen. Also wie bei die Siedler damals muss man, also einem der Teile zumindest, muss man die Wege kaum selbst anlegen. Also hier gar nicht. Und bei den Siedlern, schon so lange her, weiß ich es gar nicht mehr genau. Wenn ich das hier sehe, dann ist das Lager relativ voll, was Wolle angeht. Wir können jetzt nochmal in den Bereich Handel reingucken. Herrst du? Gut, also, wir haben Leibeigene, wir haben ein paar Rekruten. Kann man mal nach Rang. Neuankömmling, Gemeiner, Bürger. Also Bürger haben wir nur einen. Und der ist Baumeister Level 6 und nicht ganz zufrieden. Luxus fehlt, Nahrung fehlt. Das ist schlecht. Ich würde fast meinen oder behaupten, dass wir im Zweifel noch ein weiteres, eine weitere Nahrungsquelle. Schaffen müssten. Jetzt haben wir ja hier vorne die Milchproduktion schon angeworfen. Ah, jetzt gucken wir mal hier rein. Nahrungsmittelproduktion. Was haben wir denn da alles? Sammlerhütte, jo, da haben wir ein paar von. Weizenfarmen, Windmühle, die Bäckerei, Milchhof, Käserei, das ist soweit fertig. Hopfenfarm und Brauerei fehlt noch. Dann würde ich meinen, weil das mit den Broten ja offensichtlich nicht reicht, müssen wir dafür sorgen, einen weiteren Bauernhof hier irgendwie ins Spiel zu bringen. So, jetzt habe ich vergessen, wie ich das bewege. Da. Linksklick ziehen wir vertikalen Pfeilen. Ah, so. STRG. Das hilft schon mal. Ja, dann lasst uns doch hier vorne einen Bauernhof hinsetzen. Bauen. Ja, 75. Produziert Weizen. Ja. Wird auch gebaut. Super. Und dann werden wir da aber auch trotzdem noch einen weiteren. Na, wo haben wir ihn? Gottesdienst brauchen wir da nicht. Nee. Einen weiteren Brunnen hinbauen. Dann gehen wir mal auf alles. Oh, was ist das? Eine Glashütte. Das können wir auch schon. Stellt ein Glas aus 6 Quarz und 3 Kohle her. Ja, das bringt uns aber noch nicht weiter. Da ist der Brunnen. Mehr Brunnen braucht das Land. So, und jetzt gucken wir auch hier nochmal ganz kurz rein bei unserem. Perron ist der Vogt. Mandat auswählen. Jetzt können wir nochmal gucken, was er denn machen möchte. Erkundung eines Mineralvorkommens gewinnt Einfluss bei einem Stand. Das brauchen wir auch nicht. Ja, schicken wir den noch einfach noch mal weitere Mineralvorkommen erkunden. Ja, und beim Markt müssen wir gucken. Da haben wir jetzt hier einmal Käse, Beeren, Bekleidung. Und auch da wäre es eigentlich so, dass wir jetzt sagen müssten, wir müssen hier noch einen weiteren Marktstand irgendwie hinbringen, ne? Unter Logistik ist das tatsächlich zu finden, ja. Lagerhaus, Speicher, Bauhütte. Oder kann ich jetzt hier, warte, wenn ich hier drauf drücke, kann ich da einfach so noch ein Standgebäude editieren? Ach da, siehst du, brauchen keinen neuen Markt, sondern es reicht, einen weiteren Warenstand aufzustellen. Zum Beispiel den für Luxusgüter. Wow. Ja, da kommen wir natürlich vorwärts. Zu weit weg. Ja, das machen wir an einer anderen Stelle. Grünes Zelt, Warenstand, Lebensmittelstand, Warenstand, Lebensmittelstand. Wow. Ja, komm, dann lass uns hier noch einen Lebensmittelstand hinbauen. Vom
Von mir aus kriegt auch der noch ein blaues Zelt dazu. Kostet schon wieder 50. Durchschnittstagessaldo. Ist ein bisschen weiter unten. So, und dann gehen wir hier nochmal auf den und werden auch hier weiterbauen. Also ist auch ganz nice gelöst eigentlich, dass man das hier in der Form machen kann. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also, smart wäre es eigentlich, weil ich so gebaut habe, wie ich gebaut habe, müssen wir diese Stände halt bauen, wie die Stände gebaut werden, ne? Da, wo sie hinpassen. So, Luxusgüterstand. Ja, gibt es aber trotzdem nur die Dinge hier. Wird noch dran gebaut. Fertig. Schild für Luxusgüter. Von mir aus. Kann da auch noch hin. So soll es sein. Wow, 200 kostet das. Ja, damit warten wir nochmal. Aber wir planen schon mal vor. Das ist ja schön. Man kann vorplanen. Endlich eine Planungsfunktion. Auf die habe ich ja wieder sehr lange gewartet, in vielen anderen Spielen auch. Zum Beispiel bei Going Medieval. Ja, und ich wollte, das war nämlich der eigentliche Grund, habe mich aber von den Dorfbewohnern ablenken lassen, wollte bei Handel reingucken. Wir haben ja derzeit drei Handelspartner. Alle drei Handelsrouten sind aktiviert. Möchte kaufen Kleidung für 10 Dollar. Der möchte Werkzeug und Brot. Und der Beeren, Steine, Holz. Ja. Ist in Ordnung. So, kann man jetzt hier noch irgendwo festlegen, wie und was wir denn verkaufen wollen? Ja, das war hier irgendwo an dem Punkt. Alles oberhalb der Stückzahl verkaufen. Ja, da würde ich sagen, was die Beeren angeht, machen wir das erstmal nicht. So, Brot haben wir selber zu wenig. Da möchte ich einen Vorrat gerne haben. Bei Stoff können wir gerne verkaufen. Ja, lassen wir mal bei 30. Stoff haben wir, glaube ich, gekauft. Ja, oder verkaufen wir den auch? Ich weiß es nicht. Bretter verkaufen wir, alles oberhalb von 50. Stein, genau das gleiche. Das heißt, wir handeln derzeit überwiegend mit Brettern und Steinblöcken. Werkzeuge werden noch gekauft. Das ist also auch etwas, was wir demnächst jetzt einstellen können. Produktion angehalten. So, aber das Ding dürfte doch jetzt fertig sein. Ah, keine Arbeit dazu gewesen. Ja, das ist schlecht. So, Arbeiter zuweisen. Eiger. Ja, komm, hier, einmal auf den Knopf gedrückt. Und dann fügen wir noch einen zweiten mit hinzu. Und dann können wir der Schmiede auch noch einen hinzufügen. Und dann sind die da hoffentlich happy. So, 2 von 3 Kühler. Machen wir 3 von 3 draus. Das dürfte passen. Ja, so in der Art. Das hier ist unser Forsthaus. Da müssen wir natürlich auch noch einen zuweisen, sonst arbeitet der natürlich nicht. Und jetzt können wir hier noch überlegen, was wir denn... Ja, machen wir einen Mischwald, so wie es hier vorgeschlagen ist. Also jetzt dürfen wir noch 2 Arbeitslose haben. Und hier haben wir auch noch keinen Bauern zugewiesen. Und dann wollen wir mal schnell eine Fläche zuweisen, wo denn jetzt angebaut werden kann und soll. Na komm, gehen wir mal bis hier rüber, dann machen wir eine schöne Schneise. Soll ja auch ein bisschen Platz haben, um was anbauen zu können.
So, dementsprechend müssten wir jetzt, was die Aufforstung angeht, nochmal ein kleines Stück wieder wegnehmen. Und sagen, nur in dem Bereich hier vorne wird jetzt aufgeforstet. Ja, da war mein dicker Finger wieder. So ungefähr. Und dann haben wir hoffentlich gleich eine wesentlich größere Weizenproduktion, sodass dann unsere Mühle und Bäckerei auch nicht stillsteht. Wie sieht es denn jetzt hier eigentlich aus? Funktioniert gut, Milch wird produziert, Käse funktioniert soweit eigentlich auch ganz gut. Reicht aber im Zweifel noch nicht aus. Viehbestand. Keine Ahnung, ob jetzt mehr Kühe dazugekommen sind. Habe ich jetzt in dem Moment nicht gesehen. So, Marktplatz. Also, hier müssten wir jetzt auch noch einen weiter zuweisen. Und haben aber keinen mehr. Das ist traurig. Wir haben hier insgesamt Käse, Beeren und gewöhnliche Ressourcen. Hatte ich hier nicht gerade noch einen Stand reingebaut? Doch. Aber was verkauft der? Wahrscheinlich erst dann, wenn wir da einen Arbeiter zuweisen können. Oder muss ich jetzt hier auf die Liste drücken? Stückliste. Kleidung. Ach da. Ressource zuweisen. Ja, Fisch haben wir nicht. Also wären wir jetzt hier bei Brot. Ne, bei Käse. Also müssten wir jetzt hier Brot auswählen. Ja. Wartungskosten. Das Zelt kostet 10 Wartungskosten. Wow. Also, das ist, wusste ich auch noch nicht. Gehört aber mit dazu, dass wir nicht nur bauen, sondern halt auch für Kosten, in Bezug auf Wartung aufkommen müssen. Ja, spannend. So, und jetzt ist die Einwanderung auch wieder hoch. Heißt, wir dürften demnächst wieder neue Siedler erwarten. Komm schon, nicht missbrauchen. Ja, von mir aus. Ich meine, Wolle haben wir ja auch erstmal genug. Und jetzt ist die Frage, ist der Marmor hier, ist das jetzt ein Luxusgut? Logistik. Ja, schauen wir mal nochmal durch, was wir denn hier alles haben. Holzfäller, Steinbruch. Forsters Sägewerk, Steinmetz, Köhlerei, Eisenschmelze, Schmiede. Fassbinder, den haben wir noch nicht. Bei Nahrung hatten wir vorhin reingeguckt. Juwelierwerkstatt. Stellt Schmuck aus Edelstein und Goldbarren her. Okay, Goldschmelze, Gold bauen wir noch nicht ab. Schneiderei haben wir, Weberei haben wir und die Schäferei haben wir. Das ist eine Produktionskette, die wir also abgeschlossen haben. Hölzerner Wehrturm und das Herrenhaus, das haben wir auch. Dekoration, da haben wir noch eine ganze Menge nicht. Haben wir die dicke Schafstatue eigentlich schon gebaut? Ich glaube noch nicht. Könnten wir aber auch hier noch bauen, wenn wir das denn wollen würden. Die Schafe sehen auch schon witzig aus, muss man schon sagen. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, was denn die Schafstatue bringt. Ja, löschen. Ist ein Zierelement. Bringt das jetzt eine Steigerung von der Schafproduktion, von der Wollproduktion dann, wenn ich das hier in die Nähe packe, oder ist das für die Einwohner cool und wichtig? Ja, das kann ich noch nicht bauen, weil die Teile nicht am Fluss liegen. So, Transport. Ich könnte eine Brücke bauen.
Ja, und bei der Mauer, da haben wir ja schon festgestellt, dass das einfach zu ziehen ist, hier ums Eck, ohne irgendwie Baukosten. Ja, da sind sie unterwegs, die Kühe. Wunderbar. Ja, und offensichtlich reicht das noch nicht ganz aus, ne? Also, es fehlt an Milch. Erstaunlicherweise. Ne? Wir haben ja relativ viele Kühe mittlerweile. Auch wenn die hier schon den Kopf in den Zaun steckt. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, warum diese Produktionskette gerade noch nicht so richtig funktioniert. So, und die Zeit der Aussaat ist offensichtlich noch nicht gekommen. Nehmen wir das da nochmal weg. So, und dann können wir nämlich auch das Abbaufeld hier vorne entfernen. Weil das hatten wir gewählt, um dort die letzten Bäume zu entfernen. Ja, aber unser Förster ist jetzt fleißig dabei, sodass der Wald hier auch aufgeforstet wird. Das ist nämlich jetzt das nächste Problem. Wir haben keinen Wald mehr. Außer dem kleinen Stückchen Wald hier vorne. So, das hier ist auch ein Holzfällerlager. Und hier haben wir natürlich auch noch eine Bauhütte. Aber hatte ich hier nicht auch irgendwo noch einen Förster hingestellt? Das ist ein Wie sieht denn der Förster aus? So. Nee, Förster sehe ich hier gerade nicht, ne? Habe ich den wieder abgerissen? Ich weiß es nicht mehr. I don't know. Aufforstung. So, jetzt können wir nämlich hier auch alles zur Aufforstung freigeben. Und hier drüben wollte ich, glaube ich, nicht mehr aufforsten. Weil wir gesagt haben, den Platz wollen wir dann später anders nutzen. Ja, und ich finde, es sieht ja eigentlich ganz nice aus hier. Aber es hilft nichts. Wir brauchen die Bäume. Denn ohne Holz nichts los. Ne? Tja, oder sind wir gleich so weit und müssen uns noch einmal erweitern. Ich habe ja eigentlich vorgehabt, hier in diese Richtung zu gehen. Territorium kostet 500. Es ist natürlich wieder ein bisschen Wald drin, was auch ganz schön ist. Ich meine, hier ist auch Wald drin, aber eigentlich wollen wir ja hier in diese Richtung. Das heißt, da und dann da, damit wir hier in den Strand kommen, um dann auch fischen zu können, ne? Das funktioniert immer so einfach, dass man da nicht nochmal gewarnt wird. So, Abbau. So, los geht's, meine lieben Förster. Ja, und damit haben wir ja ein bisschen was geschafft in dieser Folge. Würde meinen, gar nicht mal so viel. Aber doch zumindest ein bisschen. Also zumindest läuft jetzt hier die Produktion, was das angeht. Hier die Schmiede funktioniert gut. Produktion angehalten. Ja, weil Rohmaterialien fehlen. Hier fehlt jetzt Eisenerz. Da kommt es aber auch schon wieder. Ja, ist die Frage, ob wir jetzt hier im Rahmen der Schmiede Bergarbeiter noch weitere zuweisen müssten oder vielleicht noch weitere Bergarbeiter bauen müssten. Also noch eine weitere Mine bauen müssten. Das wäre vielleicht nochmal ganz interessant, wenn man hier auf Bauen geht.
Eisenmine. Benötigte Materialien. Können wir die denn hier noch irgendwo andocken? Da könnte man die noch andocken. Was? Optionaler Effekt. Erhebliche Verbesserung der Attraktivität, wenn es am Fluss liegt. Ja, es wird nicht am Fluss liegen. Das ist einfach so. So, bauen für 25. Bauen für 25. Ja, meine Lieben. Also, das soll es gewesen sein für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne den Daumen nach oben lassen. Also da lassen natürlich. Solltet ihr kein Abo haben, dann denkt auch darüber nach. Und mit dem schwebenden Kreuz im Blick verabschieden wir uns aus dieser Folge. Und ich wünsche euch bis dahin viel Gesundheit. Macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.